Danke, Moritz. Ja, das habe ich natürlich vergessen. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist natürlich eine Frage. Man könnte ja einfach mal rumhypothetisieren, wenn jetzt wirklich die Bundesregierung zurücktritt, weil die Menschen in Deutschland einfach die Schnauze voll haben, ja, auf die Straße gehen und sagen, so, bitte tretet zurück. Und die treten zurück. Vielleicht hat sich dann die EU ja sowieso erledigt, weil wir es Rückgrat sind. So, also, ja. Ja, machen wir als Interview dann. Gucken wir uns so und dann sitzen, dann reden wir ein bisschen. Ne? So. Ja, nee, ich denke aber, wenn hier die Bundesregierung zurücktritt, ist aber immer noch das Problem, dann ist ja immer noch das Problem, was mit den anderen EU-Ländern ist. Es müsste in den anderen EU-Ländern dann genauso passieren. Und irgendwann ab einem bestimmten Grad, ich denke mal, dann kann sich die EU-Kommission nicht mehr halten, wenn keins von den Mitgliedsländern mehr mitmacht. Aber da muss man erstmal hin. Das ist die Sache halt eben. Aber wenn natürlich ein Anfang, wenn Deutschland sagt, wir machen nicht mehr mit, die können nämlich dann schon, also weil ein Land kann nämlich immer noch ein paar Sachen blockieren. Das geht immer noch. Ich glaube, also wenn ich richtig informiert bin, kann sogar ein einziges Land jetzt bei der Abstimmung zu dem Abkommen CETA, also bei diesem, ja, das heißt Freihandelsabkommen, also CETA und TTIP, diese angeblichen Freihandelsabkommen, ich nenne sie Unterwerfungsabkommen. Ich meine, es ist so, es muss nur ein Land Nein sagen und das Ganze ist durch. Also in gewisser Hinsicht hast du schon zum gewissen Grad recht, wenn wir plötzlich eine Regierung haben, die dem Volk dient, dann könnte es auf EU-Ebene ein bisschen schwieriger werden, ja, das stimmt, da hast du schon recht. Ja, mein Gedanke ist halt da einfach, wo hat man Einflussnahme? Was ist mein Wirkungsbereich? Der kleinste Wirkungsbereich ist, dass ich in meinem eigenen Leben gucke, was mache ich? Ja, wie der Gennady eben gesagt hat, das Geldsystem macht uns in gewissem Sinne zu Sklaven. Aber ich kann halt immer nur wieder sagen, für mich, ich kann sagen, es geht auch anders. Man kann sich aus diesem Gelddruck befreien, indem man einfach guckt, dass man weniger Geld braucht. Das ist so die kleinste Zelle, wo kann ich bei mir gucken. So, und dann geht es natürlich Familie und so weiter. Ne? Und ich weiß nicht, hier, ne, in welcher Welt willst du leben, war ja das ursprüngliche Ding. Da ist es bei mir im Kopf halt eher alles regional geregelt, dass nicht irgendwie von Brüssel, von sonst wo irgendjemand, also wer von euch hält denn die EU in Brüssel für demokratisch legitimiert? Keiner, okay. Gegenfrage. So, da sind wir doch schon mal. Ne? Gegenfrage, wer hält die EU in Brüssel für nicht demokratisch legitimiert? Ja, hat jeder die Hand hoch, ne? So, und einfach der Ansatzpunkt, wo kann man was ändern? Ich erreiche nimmer mehr die jetzt in Berlin wirklich, in der Bundesregierung. So, ich kann versuchen, mich mit Menschen zusammenzuschließen, dass man wirklich eine Forderung hat, und da fange ich halt gern einfach im eigenen Land an. Ich kann nicht noch Verantwortung mit übernehmen für andere Länder, so jetzt. Ich schon sowieso nicht als Einzelner, was soll das? Ne? So, in dieser Ding halt, in welcher Welt willst du leben, ist das bei mir eh genau andersrum regiert. Die Städter und die Dörfer, die tun sich selbst, die kommen selber allein klar, die brauchen keinen 500 Kilometer weit weg, der einem sagt, welche Klospülung eingebaut werden soll. Das ist Irrsinn, ja. So, ich weiß nicht mehr, da gibt es ja auch so ein Konzept, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich weiß nicht, wo halt wirklich dann, ich zähle es jetzt vielleicht falsch, auf die Landkreise oder die Dörfer bestimmen für sich, da hat der Bürgermeister halt das Sagen und dann da drüber kommt dann das Regionale und dann kommt erst Deutschland gesamt. Es ist halt genau andersrum. Die ganzen Entscheidungen, die Rechtsentscheidungen werden im Kleinen getroffen und erst wenn man nicht mehr weiter weiß, dann fragt man andere, wie macht ihr das dann? Gibt es da eine Instanz, die uns da helfen kann? Und nicht wie jetzt, dass Instanzen irgendwo oben sitzen und uns allen vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben, ohne dass da noch ein Kontakt zu Menschen ist. Das war halt so der Gedanke von mir. Also das ist auch so ziemlich das, ich sehe das ähnlich, also ich sehe das in der Hinsicht so, also ich sehe das so, dass also nach meiner, also meine Idealvorstellung wäre, dass das alles, dass wirklich jeder Bürger mitentscheidet und praktisch diese Instanzen, die wir oben haben, dass die praktisch nur noch diese Entscheidungen verwalten. Also was heißt verwalten? Dass die halt eben dann zum Beispiel nur noch dafür zuständig sind, die Wahlen durchzuführen
also beziehungsweise Abstimmungen durchzuführen, aber selber nicht mehr entscheiden, sondern nur noch dafür zuständig sind, das Ergebnis bekannt zu geben und das, ja, genau das umzusetzen, was das Volk will. Also dass die selber nicht mehr sagen, wir machen das so, sondern einfach nur dem Volk dann die Wahl geben, so bewegen, wie wollt ihr es gern haben. Das Volk entscheidet und dann sagen die einfach, ah ja, machen wir. So genau, so müsste es eigentlich gehen. Also das ist eigentlich so direkte Demokratie eigentlich. Das ist für mich direkte Demokratie. Das ist ja die Frage. Ich bin ja kein Politwissenschaftler oder so. Ich bin auch nur ein Typ hier aus Schmelz und aus dem Saarland, der sich ein bisschen Gedanken gemacht hat. Aber ich habe Demokratie immer verstanden, die Herrschaft vom Volk, keine Ahnung, durchs Volk, übers Volk. Und das ist ja im Moment irgendwie total verdreht. Also ich muss eigentlich meine Forderungen, falls jemand vorbeiläuft, der es noch nicht gehört hat, also ich und vielleicht auch noch ein paar anderen, fordern, dass die Bundesregierung in Deutschland ihr Amt niederlegt, dass sie zurücktreten. Ja. So. Aber für mich, wenn man dann einfach nur mit dem Nächsten, wie soll ich sagen, mit dieser... wie heißt es bei uns, die Parteiendemokratie, wenn wir so weitermachen, hat sich im Endeffekt nichts geändert. Und da frage ich mich, oder da kann ich auch wieder, das hört sich immer besser anders formuliert an, kommt mir gerade mal. Also ich würde gerne in einer Welt leben, die ist, wie du sie beschreibst. Und da frage ich mich, warum wird heute im Jahre 2014 immer noch nicht bei Wahlen auf die technischen Mittel, die wir heute haben, zurückgegriffen? Ja, wir haben mit Facebook oder mit YouTube, was es alles gibt, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Ich muss da ein klein bisschen ausholen. Also ich bin ja jetzt seit 2007 oder so bei YouTube. Die hatten mal ein ganz anderes, das sah ganz anders aus, man konnte es auch anders bedienen. Dort ist es relativ schnell passiert, dass die Leute sich wirklich gut unterhalten haben und sich eine Meinung bilden konnten. Seltsam, das wurde nach einem halben Jahr abgeschafft. So, ich will damit nur sagen, die Technik, die wir haben mit Facebook oder wie sie alle heißen, die muss nicht so sein, dass man immer zugedröhnt wird, du kommst ja gar nicht mehr hinterher und ruckzuck ist der ganze Tag rum. Ja? Man kann diese Technik auch nutzen, um ein System zu entwickeln, wo von den Haushalten ausgewählt wird, wo jeder, keine Ahnung, eine ID-Nummer hat, das weiß so speziell, kenne ich mich auch nicht aus. Aber es würde gehen. Und dass man dann über egal welches Thema durch Likes, wie man es kennt, Daumen hoch, Daumen runter, dass wirklich ein objektives Bild geschaffen wird, wie denkt denn die Bevölkerung darüber? Das wäre ein direktes Feedback. Und dann kann man daraus einen Beschluss schaffen. Und die wir beauftragt haben, das umzusetzen, können es umsetzen. Und nicht wie heute, die entscheiden irgendwas und setzen um. Und wir müssen gucken, wie man damit lebt. Ja, ja, also so zur Meinungsbildung. Da gibt es schon eine Software, die heißt Liquid Feedback. Die ist, die wird auch von einer Partei eingesetzt. Ich sage jetzt nicht welche. Wie gesagt, keine Parteiwerbung. Deswegen sage ich jetzt nicht, welche Partei. Aber es gibt eine Partei, die setzt das auch ein. Und jedenfalls, da gibt es schon Entwicklungen in der Richtung. Und das ist ja cool. Es wird auch, glaube ich, weiß nicht, inwieweit das jetzt noch anderweitig außerhalb dieser Partei verwendet wird, aber sicherlich die Software selber, die kann man auch anderweitig einsetzen. Und also in der Partei wird es halt eben für Meinungsbilder genutzt und ja. Ja, das ist das halt, wie gesagt, in dieser meiner Vorstellung, nur in meinem Kopf halt, braucht man halt keine Parteien mehr. Also hier nochmal die Frage, wer von euch fühlt sich denn von dieser Parteiendemokratie in seinem Willen wirklich auch gut vertreten? Einer! Ja, merkt ihr was? Oder umgekehrt, wer fühlt sich nicht vertreten? So, wenn das doch die Menschen sagen, ich bin mir sicher, wir sind nicht die Einzigen, wenn die Leute sich mal Zeit holen, darüber Gedanken machen, dann sehen sie doch, es dreht sich seit Jahren, Jahrzehnten alles im Kreis. Sie erzählen uns was von Abrüstungen, die noch nie waren, die Militärausgaben so hoch wie jetzt 2014 weltweit. Ja, sie sagen uns was von Friedensmissionen, es wird Demokratie irgendwo hingebracht mit Bomben und Raketen. Also, ja, da ist ein Liedtitel ganz passend, Bomben für den Frieden. Das, genau. Der drückt es, glaube ich, gut auf. Ich wähle überhaupt gar keine Partei. Ganz bewusst, weil ich meine Stimme hier erhebe. Ich mache selbst den Mund auf. Ich brauche keinen, der für mich redet oder entscheidet. Aber danke fürs Fragen. Ja. Also ich sehe das Ganze im Bundestag. Es ist wie in alter Zeit in Rom. Ja? Da haben die so Arena gehabt. Da haben sie in die Arena
Gladiatoren kämpfen lassen, so sieht es im Bundestag aus. Die Parteien kämpfen gegeneinander. Ne? Die vertreten nicht das Volk, die vertreten sich selbst. Und die kämpfen gegeneinander. Das ist so ein römischer Arena da. Ja, wenn man mit Neutraler, wenn man das erste Mal in Politik reinschaut und dann sieht man das Ganze. Das ist einmal, der eine sagt die Wahrheit, der ist, Gott weiß, vom... Ich weiß es, von einer Partei, ja, und er sagt die Wahrheit, dann, obwohl er richtig sagt und Wahrheit sagt, würden die von der anderen Partei ihm nicht zuklatschen. Würden die nicht. Die würden noch ausbuhen. Obwohl er recht hat. Das ist Absicht. Das ganze Partei ist Absicht zu trennen. Das Ganze kompliziert zu machen, dass wir keine Übersicht haben. Dass wir nicht sagen können, aha, das ist richtig oder das ist falsch. Dass wir einfach nur dumm dahin gucken und fertig. Nur deswegen ist es. Ja, das kann ich auch bestätigen, das Ganze, dass wirklich auch gesagt wird, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen, weil ich eine Partei auch verfolge, da ist es auch so, dass die zum Beispiel im Saarländischen Landtag da auch Sachen eingebracht haben, es wurde dann abgelehnt, und dann kamen die Regierungsparteien mit genau demselben ein bisschen abgewandelt und haben das dann umgesetzt halt eben und haben dann noch und dann halt eben noch gesagt so von wegen, ja, wir haben das jetzt so toll gemacht. Also es stimmt schon im Parteiensystem, da ist halt eben diese Sache von wegen, dass die sagen, nee, mit denen schaffen wir das. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor ein paar Jahren in Hessen, da mit Rot-Rot-Grün, wo es dann diese Sache gab, wo sie dann auch gesagt haben, nein, mit den Linken machen wir nichts, ist auch diese Sache. Also das stimmt schon, es stimmt schon, das Parteiensystem das spaltet. Also es ist nicht diese Sache, dass man einfach mal sagt, gut, wir machen jetzt einen Konsens, also wir treffen jetzt eine Entscheidung, mit der alle leben können. Das passiert im Parteiensystem hierzulande nicht. Und das finde ich, ist auch eine Sache, die müssten sich auch die Parteien mal ändern. Dass das halt eben mehr wie es auch wieder in die Hinsicht geht, dass man auch mal vor allen Dingen, dass man mal schön Konsens macht oder halt eben auch die andere Sache halt eben auch mit Parteilosen zusammenarbeitet, damit es nicht immer so ist, von wegen, nein, wenn diese eine Partei dafür ist, sind wir dagegen. Diese Sache, das stört mich auch. Ist die eine Partei dafür und dann ist die andere Partei dagegen, Blödsinn ist das. Ja, Moment. Ich würde da gern was, korrigieren, also zumindest so, wie ich das sehe. Also ich glaube, das ist alles nur Show. Weil die sagen, ja, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Das ist totaler Quatsch. Also das ist nach außen hin so. In den Hinterzimmern sind sie sich völlig einig. Ich würde das mit den Regeln vom Fußball vergleichen. Ja? Die eine Mannschaft spielt gegen eine andere und eigentlich ja, können die sich überhaupt nicht ab, aber später gehen sie zusammen ein Trinken. Aber Fakt ist, jede Mannschaft spielt nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln werden eingehalten. Ab einem gewissen Level der Macht spuren die alle in dieselbe Richtung. Und nach außen hin sagen die, ja, wir sehen das so, nicht so wie die, weil die sind doof und wir sind besser. Summa summarum sind sie sich alle einig und das ist alles nur Show, was uns da vorgegaukelt wird. Stimmt natürlich auch. Also es trifft auch zu. Ich denke mal, wo wir jetzt schon gerade dabei sind, also ich glaube, wo man es am besten gemerkt hat, war immer die SPD. Die sagten mal zuerst so von wegen, nein, wir sind dagegen, dann am Ende kippt sie um. Jetzt bei TTIP auch, die sind umgekippt. SPD kippt um. Die ist umgekippt. Die ist jetzt, die werden wohl auch für TTIP stimmen, also von daher sind schön umgekippt. Und da fällt mir wieder dieser alte schöne Satz ein und den kann man wieder auf die heutige Zeit wieder so schön und gerade im Hinblick auf TTIP ein bisschen abgewandelt. Wer wird uns verraten? Sozialdemokraten. Ich denke, das stimmt immer noch. Also, ja, ich wollte auch noch kurz, das ist auch mit für mich der Grund, für mich ist dieses Politgeschehen ein einziges Schauspiel. Das ist auch auf höchster Ebene, gerade wenn man Obama, Merkel und Co. guckt, das sind die bestbezahltesten Schauspieler auf diesem Planeten. Oder glaubt ihr, die schreiben eine Rede selbst? 15.000. Nee. Kriegen die alles bis ins letzte Wort, bekommen die das vorgesagt, die Gesten werden einstudiert. Das ist ein großes Theaterschauspiel.
Und wir Deutschen dürfen dann alle 4 Jahre irgendwie ein Kreuz machen und dann gucken, die Stimme abgeben. Ne? Und das ist dann etwa, ich würde lieber gerne in einer Welt leben, in der wirklich die Stimme von jedem einzelnen Menschen genauso viel zählt. Und das wäre heute technisch ohne Probleme umzusetzen. Es wäre repräsentativer, ist ja falsch. Es wäre eine direkte Demokratie, wenn einfach wirklich dann von 80 Millionen mal 50 Millionen auch für irgendwelche Sachen abstimmen und man sieht dann, wie wurde gestimmt. Ne? So, das heißt aber nicht, dass dann jeder müsste sich Gedanken machen, wie, was passiert im ganzen Land. Es wird ja reichen, wenn dann hier dieser Brücker für sich schon mal alle irgendwie mit abstimmen und die nächsten für sich, wie wir eben schon gesagt haben. Aber ich will auch gar nicht, ich will groß erzählen dazu, was alles sein könnte oder ich kann immer nur sagen, als Forderung, die jetzt im Moment, wo eigentlich alle Deutschen mal auf die Straße gehen sollten, es ist egal, welchen Ansatzpunkt man nimmt, ob es um gesunde Ernährung geht, ob es um den Anbau von Nahrung geht, um den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, ob es darum geht, dass wir endlich mal anfangen, auf dem Planeten aufzuräumen, Plastik und Verstrahlung, was weiß ich. Wir in Deutschland müssen zuallererst mal das System, wie es jetzt so ist, akzeptieren. Es ist nämlich so, das hat aber einen Vorteil. Wenn die Obersten gestürzt sind, bricht das Ganze zusammen. Deswegen nochmal, ich fordere den Rücktritt der Bundesregierung in Deutschland. Genau. Und weiß ich gerade gar nicht mehr viel mehr. Ich gehe mal kurz nochmal. Und ein Vorschlag? Um aufs Wesentliche zurückzukommen, wie man das macht. Ich meine, du hast das schön angefangen und kann ich mich voll anschließen. Und zwar den Konsum reduzieren, soweit es geht. Und wenn man es mal gemacht hat, dann fühlt man sich viel wohler. Und dann erkennt man eigentlich, das ist so, ich weiß nicht, Buddhisten denken oder dass man einfach dieses Materielle einfach mal beiseite lässt und dann feststellt, ich brauche das alles gar nicht. Ja. Und zum Thema, ja, dass die zurücktreten und so weiter. Jeder fängt dann bei sich selber an. Und zwar, man nutzt dieses Geld so wenig wie möglich. Man nutzt diese ganzen Konsumblödsinn so wenig wie möglich. Und da nimmt man denen schon mal einen gewissen Teil an Luft raus. Man unterstützt diese Wahlen nicht mehr, weil man dann nicht hingeht. Da hat man denen auch wiederum eine gewisse Menge an, ich sag mal, Luft rausgenommen, ja. Und man schließt sich zusammen und man begegnet sich auf einer Augenhöhe alle, weil es ja in jedem seinem Interesse ist. Und so wird sich das steigern und so wird es nach oben hingehen und so wird die deutsche Bundesregierung keine Macht mehr haben und das geht dann immer weiter hoch. Keiner macht dann niemand. Ja, aber das mit dem Konsum, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich kenne das mit der... Sind runtergefallen, nicht gut. Schon steht wieder, wunderbar. So, aber das mit dem Konsum, also Konsumreduzierung, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es klappt wunderbar, ohne dass man sich alle 2-3 Jahre ein neues Notebook kaufen muss. Mein Notebook ist 8 Jahre alt, das funktioniert wunderbar. Es funktioniert für die Sachen, die ich mache, also Büro, Video gucken und halt eben im Internet surfen, dafür reicht das wunderbar. Warum soll ich mir ein neues kaufen? Brauche ich nicht. Läuft seit 8 Jahren. Ja, okay, seit 7,5 Jahren hat es ein bisschen einen Defekt, aber muss ich mal am Display ein bisschen wackeln, sondern habe ich einen Wackelkontakt. Prost, geht wunderbar. Auf jeden Fall, es geht wohl, also. Und genauso auch mit Smartphones und so alles wirklich ist. Das ist, also ja gut, ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich auch einen Vortrag gehalten, wo es darum ging, Smartphones sind eigentlich Wanzen. Von daher, ja, braucht man eigentlich nicht. Es geht auch wunderbar, ohne. Und was hinsichtlich Konsum angeht, also da habe ich nur noch mal das Beispiel hier. Läuft mit leeren Batterien. Die Batterie da drin, die ist leer. Die habe ich. Ich sammle von Kollegen immer die leeren Batterien. Es ist immer noch genug Energie drin. Das ist auch wieder ein deutliches Zeichen dafür, dass zu früh was weggeschmissen wird. Und man sieht ja, was man da noch so schönes alles rausholen kann. Komplett selbst gebastelt. Was? Komplett selbst gebastelt. Komplett selbst gebastelt, ja. In die TikTok-Schachtel rein. Cool, oder? Ja, ich hab das. Ja. Ja, vor 3 Jahren übrigens. Genau, ist jetzt fast 3 Jahre alt und geht immer noch. Also hält länger als manche Smartphones. Mit derselben Batterie.
Das wäre schön, nee. Nee, die Batterien, die halten so ein paar Wochen, aber also obwohl sie leer sind, halten die immer noch ein paar Wochen halt eben. Aber ich kann es ja mal ein bisschen brennen lassen, um zu zeigen, dass es nicht nur für ein paar Minuten geht. Ja, lass ich es mal brennen. So. Und auch mal, ich weiß nicht, eine Lanze für die Konzerne zu brechen, sage ich mal. Indem man seinen Konsum ändert, werden die auch ihre Produkte anpassen. Die werden sehen, aha, das und das läuft nicht mehr, weil die Leute nehmen das nicht, weil die verstanden haben, dass das Müll ist, dass sie vergiftet oder ihnen schadet oder allgemein dem Planeten nicht gut tut, wie auch immer. Wenn jeder das für sich ändert, dann werden die sich auch dem Ganzen anpassen. Denn Tatsache ist, das einzig Konstante im ganzen Universum ist die Veränderung. Und wo die Veränderung hingeht, das liegt bei uns. Und wenn wir es nicht ändern, zu unseren Vorteilen, dann werden die das zu ihren Vorteilen ändern. Und das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist so. Ja, das ist, da muss man sowieso mit Konzernen, das ist so, wo ist er denn? Ja. Na, Faden verloren. Konzerne? Ja. Ändern, Konsum? Ja, also auf jeden Fall, es ist ja auch so, man muss ja auch nicht, also ich fange jetzt einen anderen Faden an, bei dem einen ist der Faden endgültig weg, von daher hole ich einen anderen. Auf jeden Fall, man muss ja nicht von heute auf morgen direkt anfangen, den Konsum komplett einzuschränken, also komplett aufs Minimum zu beschränken, sondern das kann man ruhig über längere Zeit machen. Also bei mir ging das ja auch erst im Laufe von ein paar Jahren. Wo ich dann immer mal gedacht habe, von wegen ich mache immer ein bisschen. Moment. Ja? Ja? Hast du vielleicht Lust auf ein Thema wechseln? Welche? Ich würde mich gerne in Bezug nehmen auf für Frieden und eine ehrliche Presse. Ja? Wäre das in Ordnung? Ja. Ja? Vielleicht ein kleines Thema. Ja, können wir zusammen reden. Ich kann doch ihn einfach rausschneiden. Ja, mach mal das. Oder? Hallo. Ich schneide ihn aus. Nee, machst du ganz aus. Sag ruhig du.